Durchschnittlich verbringen wir 6 Jahre unserer Zeit in der Schule. Und neben den Grundlagen lernen wir auch viele weitere Dinge, die wir so später kaum noch benötigen. Doch wie schaut es denn mit den wichtigen Dingen aus? Sowas wie das Thema der Steuererklärung, wie man den passenden Job für sich findet oder auch das Thema der finanziellen Bildung. Das hat die Schule leider verpasst, uns beizubringen, und genau deswegen schauen wir uns heute die Grundlagen für Aktieninvestitionen genauer an. Wenn es um das ganze Thema Grundlagen des Investments bzw. allgemein der finanziellen Bildung geht, dann kommen wir um das große Thema der Börse halt einfach nicht drum herum. Denn dieser ist ein großer Bestandteil und genau da wollen wir heute mehr mit einsteigen, da allerdings spezialisiert auf das ganze Thema der Aktien. Und das aus einem sehr, sehr einfachen Grund, denn sie sind zum einen eins der einfachsten Investment, weil sie relativ leicht verständlich sind, und zum anderen auch sehr einfach zugänglich, nämlich in dem Sinne für jedermann. Zum ganzen Thema Vermögensaufbau, Investment gehört natürlich nicht nur das fachliche Wissen dazu, sondern auch allgemein das ganze Thema des Mindsets. Und genau dafür ist auch dieser Kanal da, dass du zum einen natürlich die fachlichen Grundlagen bekommst und zum anderen aber auch weißt, okay, wie sollte ich eigentlich zu diesem ganzen Thema stehen. Das heißt, wenn du dafür dich auch immer den Input mitbekommen möchtest und auch nicht mehr verpassen willst, dann abonniere unseren Kanal und aktiviere die Glocke. Jetzt steigen wir aber erstmal mit dem spannenden Thema ein, Grundlagen deines Aktieninvestments. Und das Ganze schauen wir uns in 3 Parts an. Part Nummer 1 ist das ganze Thema, was ist halt eigentlich eine Aktie, dass du da das Grundverständnis bekommst und auch weißt, wie sollte man zu diesem ganzen Thema eigentlich stehen. Das zweite ist, wie kannst du für dich in die Aktien investieren, welche Strategien gibt es dort. Und im 3. Part schauen wir uns mit an, wann du gut für dich investieren solltest, beziehungsweise auch wie du dort für dich vorgehen solltest. Starten wir mit Punkt 1, was genau ist eigentlich eine Aktie? Eine Aktie ist letztendlich nichts anderes als ein Teil des Unternehmens. Das bedeutet, wenn du eine Aktie kaufst, kaufst du dir einen Anteil von diesem Unternehmen und bist somit auch Unternehmensinhaber. Denn Aktien werden letztendlich von den Seiten der Unternehmen genutzt, um Kapital zu generieren, dadurch mehr Geld zur Verfügung zu haben und schneller zum Beispiel in Forschung und Entwicklung bzw. allgemein in Investitionen reinzugehen. Für dich heißt das letztendlich aber auch, dass wenn sich das Unternehmen positiv entwickelt, du dich ebenfalls positiv entwickelst. Das heißt, nach oben gehst und dein Vermögen steigerst. Wenn das Unternehmen sich allerdings negativ entwickelt und das auch so bewertet wird vom Markt, dann geht natürlich der Kurs nach unten und damit auch dein Vermögen. Das heißt, jede Bewegung des Unternehmens machst du mit. Gleichzeitig ist es so, wenn das Unternehmen Gewinnausschüttungen tätigt, dass du auch davon profitieren kannst. Das sind sogenannte Dividenden und können deine Rendite positiv beeinflussen. Letztendlich bedeutet das für dich, wenn du in Aktien investierst, investierst du immer in die Wirtschaft dieses Landes. Und mach dir einfach Folgendes bewusst. Jedes Land ist darauf erpicht, die Wirtschaft am Laufen zu erhalten bzw. zu steigern, denn letztendlich ist das der Motor von jedem Land. Natürlich wissen wir, dass sich einige schon mit dem ganzen Thema der Aktien und der Börse auseinandersetzen. Und hier ist natürlich immer die große Frage, was hast du bisher für Erfahrungen gesammelt? Lass uns gerne daran teilhaben und schreib es uns unter das Video. Als nächsten Schritt solltest du überlegen, welche Strategie du für dich wählen solltest. Und hier gibt es so 2 Varianten, nämlich einmal den kurzfristigen Blickwinkel, sogenanntes Spekulieren, oder aber den langfristigen Blickwinkel, das Investieren. Beim Spekulieren geht es darum, dass du eher darauf wettest, wie entwickelt sich der Kurs dieses Unternehmens. Geht er nach oben oder auch nach unten, denn du kannst auf beide Varianten setzen. Hier gehst du auch davon aus, das Unternehmen zwar zu kaufen, allerdings auch gleichzeitig wieder bereit bist, am nächsten Tag wieder zu verkaufen. Die andere Variante ist das ganze Thema des Investierens, also diesen langfristigen Blickwinkel zu haben. Denn hier gehst du davon aus, dass du das Unternehmen für dich einkaufst und auch wirklich sagst, ich möchte dieses Unternehmen so lang als möglich halten. Oder, um auch Warren Buffett zu zitieren, ein Leben lang. Heißt, hier sagst du nicht, du wettest darauf, dass der Kurs sich jetzt kurzfristig entweder nach oben oder nach unten bewegt, sondern du sagst insgesamt, dieses Unternehmen hat Potenzial zu wachsen und damit dein Vermögen zu steigern. Und hier geht es jetzt auch nicht darum zu sagen, die eine Variante ist richtig und die andere Variante ist falsch. Denn es kommt letztendlich einfach nur darauf an, was möchtest du mit deinem Geld anfangen? Denn genau das ist der Punkt. Wie willst du für dich halt vorgehen? Möchtest du komplett langfristig den Blickwinkel haben oder möchtest du eher den kurzfristigen Blickwinkel haben? Beide Varianten können sehr erfolgreich sein. Jetzt steht natürlich die große Frage im Raum, wann solltest du mit dem Investieren beginnen? Denn jedes Unternehmen unterliegt natürlich dem wirtschaftlichen Zyklus, dem sogenannten Konjunkturzyklus. Und auch bei Aktien gibt es einen Zyklus, allerdings verläuft der ein kleines bisschen anders, den müssen wir uns aber unbedingt noch mit anschauen. Beim Konjunkturzyklus der Wirtschaft gibt es insgesamt 4 Phasen. Das ist der Aufschwung, der Boom, die Rezession und die Depression.
Beim Part der Aktien ist es so, dass dieser Zyklus eher aus zwei Phasen besteht, nämlich eher aus dem Bullenmarkt, das bedeutet, wenn die Kurse nach oben gehen, und der Bärenmarkt, wenn die Kurse nach unten gehen. Besonderheiten sind dort das ganze Thema Crash. Das passiert meistens, wenn der Bullenmarkt wechselt in den Bärenmarkt, dass mit einem Schlag ein großer Sprung nach unten kommt. Jetzt ist es natürlich so, dass wir nie abschätzen können, wie lange geht so ein Bullenmarkt bzw. wie lange dauert so ein Bärenmarkt an. Denn hier gibt es keine festen Zeiten. Mal sind es 10 Jahre Bullenmarkt, so wie es jetzt die letzten Jahre gewesen ist, mal sind es aber nur 5 Jahre. Das heißt für dich als Tipp, versuche nicht abzupassen, in den besten Zeitpunkt reinzugehen, also so diesen unteren Punkt des Bärenmarkts zu erreichen, oder aber für dich zu sagen, ich verkaufe nur, wenn ich absolut am Peak halt bin. Das abzuschätzen, das kann man nicht. Dafür gibt es auch keine Glaskugel oder ähnliches. Das heißt für dich dort der Tipp, investiere regelmäßig und das auch mit dem gleichen Betrag und nutze damit für dich den sogenannten Cost-Average-Effekt. Und den Cost-Average-Effekt gucken wir uns jetzt genauer an. Du siehst hier gerade folgende Grafik, wo es darum geht, wenn du dir vorstellst, jedes Jahr 10.000 Euro zu investieren und sich entsprechend die Kurse entwickeln und du einmal im Jahr investierst. Und jetzt ist die große Frage, wo würdest du lieber reingehen? In den blauen Graphen oder in den roten Graphen? Und wie du jetzt sehen kannst, siehst du, dass du mit dem roten Graphen tatsächlich wesentlich mehr Rendite und auch ein wesentlich höheres Vermögen dir aufgebaut hättest, einfach aufgrund dessen, dass du permanent gleich investiert hättest. Doch woran liegt das? Das ist ganz einfach, denn beim Investment ist es natürlich bei der Rendite wichtig, auf die prozentualen Werte zu schauen, allerdings bei den Aktien selber eher auf die Anteile. Das bedeutet, wie viele Anteile kannst du dir für den jeweiligen Preis kaufen? Und beim roten Graphen ist es so, dass du einfach durch diese gleiche Investitionssumme wesentlich mehr Anteile bekommen hast als bei dem blauen Graphen. Und dadurch insgesamt, weil der Kurs wieder nach oben geht, ein höheres Vermögen dir automatisch generierst. Doch wie entsteht jetzt eigentlich der Wert so einer Aktie? Und natürlich gibt es hier Zahlen, Daten, Fakten, wie zum Beispiel das KGV oder auch zum Beispiel das Kursbuchverhältnis. Allerdings ist das gar nicht der entscheidende Punkt, sondern es ist viel wichtiger, welchen Wert spricht denn der Markt, also die Menschen, diesem Unternehmen zu. Und hier ist es halt einfach so, wenn die Leute das Unternehmen gar nicht kennen oder auch gar nicht wissen, was es konkret macht, dann wird sich auch der Aktienwert nicht krass irgendwie entwickeln, sondern wird so ein langsames, stetiges Wachsen halt haben. Wenn aber natürlich die Leute von einem Unternehmen wissen und diesem auch wirklich viel Potenzial zusprechen, dann kann sich der Aktienwert entsprechend sehr, sehr stark entwickeln, auch wenn die Unternehmenszahlen noch nicht dafür sprechen. Ein sehr schönes Beispiel dafür ist das ganze Thema Tesla. Denn wenn man sich nur die Unternehmenszahlen anschaut, dann ist es gar nicht lohnenswert, rein zu investieren. Einfach weil es die ganzen letzten Jahre permanent ein Minus gefahren hat. Das heißt, selbst 2019 hat es 862 Millionen US-Dollar Minus gemacht. Und trotzdem kaufen immer mehr Menschen diese Aktie aus dem ganz einfachen Grund. Die Leute sagen jetzt nicht zwingend, dass das Unternehmen alleine dieses Wachstumspotenzial hat, sondern sie sagen, Elon Musk, der Gründer dieses Unternehmens, wird dieses Unternehmen nach vorne bringen und damit einfach viel, viel bessere Werte insgesamt entwickeln. Insgesamt können wir dir also auf jeden Fall schon mal als Tipp mitgeben, versuche nicht den Markt zu timen, sondern fange an zu investieren insgesamt und spare dort regelmäßig für dich rein. Heißt auch, hab einen langfristigen Blickwinkel, nutze zusätzlich aber auch kurzfristige Momente. Das heißt, wenn zum Beispiel die Börse kracht, wie es jetzt zum Beispiel bei Corona der Fall gewesen ist, dann geh auf jeden Fall nochmal mit rein und kaufe auch wirklich Unternehmen, wo du sagst, du spekulierst darauf, dass der Kurs steigen wird. Denn damit verschaffst du dir einen großen Vermögenswachstumsschub. Achte aber natürlich darauf, dass dein Portfolio insgesamt gut strukturiert ist. Heißt natürlich, eine Einzelaktie, da weißt du nie, geht das nach oben, geht das nach unten oder bewegt sich das Ganze seitlich halt lang. Deswegen sollte dein Portfolio nicht aus einer einzelnen Aktie nur bestehen, sondern aus mehreren Aktien. Wenn das natürlich finanziell momentan nicht möglich ist, dann schau eher, dass du zum Beispiel auf Fonds hüpfst. Die können gemanagt oder halt auch nicht gemanagt sein, sind automatisch aber eine Ansammlung von mehreren Aktien und du bist damit insgesamt schon wieder viel, viel weiter diversifiziert. Das war jetzt wirklich mal ein Überblick über die Grundlagen für dein Aktieninvestment und natürlich gehört da noch viel, viel mehr dazu. Gleichzeitig siehst du jetzt auch hier nochmal ein paar Videos als Vorschläge, wo du für dich weiter dich mit dem Thema beschäftigen kannst. Wir hoffen auf jeden Fall, dir hat dieses Video gefallen. Wenn das der Fall ist, gib uns gerne einen Daumen nach oben und wir wünschen dir jetzt weiterhin viel Erfolg mit deinen Finanzen und freuen uns schon auf das nächste Mal hier bei Finanzwissen Kompakt.